Was geht ab, liebe Leute in Außerirdischen? Guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu Escape 2088. Heute spielen wir eine weitere Escape Map, allerdings im Gegensatz zu den anderen Teilen heute mal im Singleplayer, weil diese Map es nur im Singleplayer gibt. Goldie wird an dem anderen Ende der Leitung das gleiche versuchen. Genau, und was sich noch ganz groß unterscheidet hier von den anderen, das ist mehr so ein Point-and-Click-Adventure als richtig so die anderen, die wir hatten, wo man sich frei bewegen konnte. Ja. Also es wird sehr interessant, wir haben ein paar Chapters, zumindest wird hier Chapter 1 genannt, schließt daraus heraus, es wird mehrere geben. Also schauen wir uns mal an, wie das so gestaltet ist. Ich hatte vor ein paar Tagen da schon mal reingeguckt, deswegen kann ich so ein paar Sachen schon abschätzen. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir nicht mit dem Keyboard agieren, sondern wir agieren nur mit der Maus. Genau. Und wir können auch immer nur ran und wegzoomen, indem wir einen Linksklick benutzen. Ah, und ich weiß zum Beispiel schon. Man kann Items nehmen. Im Schraubenzieher. Genau, du kannst Items aufheben und ich weiß zum Beispiel auch, dass wir es schaffen müssen, den Ventilator auszustecken und irgendwie so Spritzen oder so Zündkerzen da oben links in den Tower neben dieser chinesischen Schrift reinstecken müssen. So viel habe ich schon mal reingeguckt. Ich musste ja wissen, ob das Game akzeptabel ist oder nicht. Mehr habe ich noch nicht angeschaut. Ja, kurze Frage. Ich habe jetzt links das Item Zündkerze. Habe ich das jetzt oder soll ich das holen? Weil ich habe es eigentlich nicht eingesammelt. Naja, du hast das, du kannst bis zu 5 oder 6 Sachen in dein Inventory reinlegen. Ah, das finde ja. ich schon mal gar nicht schlecht. Der Schraubenschlüssel ist auch dafür da, um diese Steckdose rauszumachen. Du musst es reinziehen. Aber er geht trotzdem noch. Der Ventilator ich muss das Kabel durchschneiden. Weil er noch festhängt. Das heißt, irgendeine Schere brauchen wir. Ah, okay, mit Rechtsklick kommen wir immer weiter zurück. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass die Schere in der Schublade drin ist. Überall ist abgeschlossen. Ich schraube jetzt hier mal ein paar Zündkerzen da rein. Also mir fehlt noch eine Zündkerze. Wie viel brauchen wir denn? 4 oder 5. Hast du die auf dem Sessel schon? Sessel, ja, die habe ich. Und hast du die in dieser komischen Eurobox schon auf den Müllsäcken da? Nee, aber jetzt habe ich sie, dankeschön. Oder ist dann die eine doch noch in dem Dress? Ah, drin, die müssen wir da reinstecken. Hast du die Stelle gefunden, wo man es reinstecken muss? Ja, dann über der Lampe. Ich habe sie jetzt auch gefunden. Aber wie gesagt, es fehlt bei mir noch eine. Ich habe auch so einen Plan gefunden hinter der Palette, links neben der Tür. Aber ist die Frage, kann man den... Ah, den kann man angucken. Das ist ein Kalender. Da ist März, April, August, Oktober und Dezember angestrichen. Kannst dich an die Palette ranzoomen und dann kannst du da dazwischen greifen. Verstehe. Ja, hab's jetzt auch den Kalender. Das Regal links von der Palette und ganz unten links kannst du aufmachen. Da ist ein Taschenrechner drin oder so ein Code. Aber das Manövrieren ist halt ekelhaft, ne? Es ist richtig ekelhaft. Das macht gar keinen Spaß, so zu manövrieren, Mann. Ich hab auch einen Taschenrechner. Da kann man das eingeben, einen Zahncode. Ja, aber welchen Code so? Auf dem Kalender, das ist 3, 4, 8, 10, 12 Monate neben. Und da ist auch irgendein Bild dran. Kann man da ranzoomen? Nee. Es funktioniert nicht, aber ich kann deutlich etwas darauf erkennen. Dieser Wecker scheint festgefressen zu sein. Ja. Der neben dem Ventilator. 2237. Sagen wir, probieren wir es mal raus, oder? Ja, probieren wir mal, ob das irgendwo passt. An dem Schrank kannst du links hingehen. Ah, und die Tür, da fehlen uns die Knöpfe. Kommen wir gar nicht hin. Ich check auch gerade mal die Decke, ob es da irgendwas gibt. Da hängt eine Satellitenschüssel auf jeden Fall. An der Wand ist ja noch ein Zettel, sehe ich gerade. Da ist auch 2, 3, 1, 6, Zahncode. Oh mein Gott, der passt ganz unten links im Regal im Grünen. Taschenrechner? 2, 3, 1, 6. Aber ja. Hat er jetzt geöffnet? Ein Geräusch. Schätz mal. Da ist ein Knopf unterm Schreibtisch, ein roter Knopf. Ah. Aber was macht er? Ich weiß nicht. Ich habe ihn auch mal gedrückt. Den kann man raus und rein machen. Oh. Was ist? Am grünen Schrank ist da links oben so eine Eisenstange. Die habe ich irgendwie gedrückt. Aber ist irgendwas passiert? Oh mein passiert? Gott, klar, du kannst aufheben. Ich hab's nicht bekommen als Item. Ist sie reingefallen oder so? Ah, ja, und jetzt ist unten als Sicherung gelöst und jetzt ist liegen über dem Taschenrechner ist die letzte Zündkerze drin. Oh. Setzen wir die da gleich mal ein und. Knopf. Dann ist da was drin. Da ist eine Taschenlampe drin. Schwarzlicht. Schwarzlicht. Ah, es war doch, okay. Um Sachen zu erkennen, oder? Ja. Braucht eine neue Batterie. Okay, alles klar. Wir müssen sehr wahrscheinlich an die Schublade im Schreibtisch. Und wie kommen wir da ran? Okay. Du kannst den Riegel vom Ventilator schieben. Es kommt zwar immer, er ist kaputt, aber... Kannst du einen Riegel schieben? Ist es kaputt? Ja, natürlich.
Es kam ein Geräusch. Oh, es gab ein Achievement. Ah, Flo. Geh mal zum Sessel. Zum Sessel? Und tu mal die Rücklehne. Kannst du nach oben schieben. Kann ich jetzt Batterien reinmachen, genau. Digga, wie hast du das rausgefunden, Alter? Ich habe mit dem Sessel rumgespielt, aber das habe ich vorhin schon gemacht, hat aber nicht funktioniert. Und was willst du jetzt mit Schwarzlicht anleuchten? Das ist jetzt dein Problem. Danke. Beim Ventilator. Aufs Kabel musst du es legen, dann kommt eine andere Zeit. 2446. Links vom grünen Schrank. Und das öffnest ganz oben den linken Schrank. Rautenschlüssel. Ein seltsam geformter Schlüssel. Hast du auch so den grünen Juwelen? Den blauen Juwel. Meine ich ja. Farbenblind? Ah, den können wir hier unterm Schild anmachen. Reinmachen. Damit öffnen wir es. Da ist eine Zange drin. Damit müssen wir jetzt, glaube ich, wieder hier zur Steckdose. Da kannst du Kabel durchschneiden. Oh mein Gott, jetzt macht das auch alles Sinn. Ja. Gekappt. Die Dato ist aus und da sind Zahlen drauf. Aber, ist die Reihenfolge wichtig? 8, 4 oder 2, 8, 4, 6 oder 9 oder was rum? Man liest von unten, also ist es ein 6. 2, 8, also 4, 6. Bei welchem Ding? Neben Ventilator? Ja. Da ist ein Schlüssel drin. Ja, irgendwelche Buchsen, keine Ahnung, Lights. Weil irgendwo konnte man Schlüssel einsetzen. Ja, hier. Ja. Im Tresor. Da sind 3 Schalter drin. Oh mein Gott, unterm Schreibtisch war auch so einer. Ah, damit können wir hier dieses Tor öffnen. Da kannst du was nach oben schicken, oder was? Oh, das, ich habe irgendwas bekommen. Ein Chip oder so. Elektronisches Gerät. Das ist so eine Fernbedienung für so LED-Lichter. Okay. Ah ja, man kriegt unterschiedliche Items. Ja, auf 2 und 3 aber nur. Diese komische Ding, was ich meinte, das sieht aus wie eine Fernbedienung. Ja, so eine habe ich auch zu Hause. In die Türe einsetzen, aber das funktioniert leider nicht ganz. Nee, die Fernbedienung kannst du nicht anklicken. Es ist wirklich so eine komische, China-gesteuerte LED-Fernbedienung. Okay, ah, doch, die Farben. Auf dem grünen Regal. Grün, gelb, lila, orange. Lila, orange. Ja, ich weiß nicht, was es gemacht hat. Es hat das Regal geöffnet und da ist, seltsames Werkzeug. Das sieht wie so eine Bratpfanne aus. Ist das ein Schneebesen? Ja, hab ich auch so das gedacht. Wozu braucht man ein Schneebesen? Ja, ich kann die Tür, oder? Das ist eine Zange oder so, warte mal. Der Don't Work, scheiße. Legt man damit die Schublade auf? Bei Aktivierung kann es für als Farbfilter genutzt werden. Dieser komische Chip kann als Farbfilter fungieren und wir haben eine komische Farbfernbedienung. Irgendwie welche Ideen, Goldie? Ich dachte, vielleicht diesen Chip an den Fernseher anbringen, aber hat nicht geklappt. Ja, der ist auch ausgesteckt. Oh mein Gott, den Kalender haben wir noch nicht benutzt. 3, 4, 8, 10 und 12. Ah, Flo. Mhm. Diesem Schrank, wo der Schlüssel drin war, das sind Schalter, die man drücken kann. Ja, weiß ich doch. Bei mir hat's, glaube ich, funktioniert. Nee, ich hab's nicht Geräusch gewusst. Bekommen. Ja, davon rede ich doch die ganze Zeit, hä? Ja, bei mir hat auch irgendwas gemacht. Aber was? Es hat irgendwas aktiviert. Aber ich verstehe auch diesen seltsames Werkzeug noch nicht. Was hast du gemacht? Ich bin an die Tür gegangen, da kannst du den Farbfilter irgendwie platzieren. Oh mein Gott, auf die Tür! Nee, es schwebt! Ja. 7, 5, 3, 7, 5, 3, 9. 3, 9, ja. Und wo gibst du das jetzt ein? Können wir kurz die Zeit ausstellen? Nee. Einstellungen, Timer, aus. Echt? Mann, wir haben einen Code, aber wissen nicht wo. 9. Sven, wie soll man das rauskriegen? Was? Oh mein Gott! Nimm... Okay, folgendes. Geh zu dem Ding hin, wo die Schalter drin sind, diese 12, ja? Ja. Mach's zu, dass du das Zahlencode siehst. Jetzt nimmst du diesen komischen Rührbesen und schiebst ihn auf das Zahlenfeld. Was? Tu's einfach. Ging es auch vielleicht woanders? Ja, Goldie, guck mal, was du im Inventory bekommen hast. Ja, ich weiß. Du kannst jetzt hier einsetzen. Oh mein Gott. Digga. Was war's? 7, 5, 3... 5, 3, 9. Ja.
7539. Digga, wer weiß sowas, Alter? Oh mein Gott. Das ist doch jetzt lost. Das war Chapter 1. Daran sind wir jetzt gescheitert, Alter. Holy shit, Leute. GG.